Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. So, jetzt habe ich das letzte Trailer-Pack mir ebenfalls geholt. 3,99 kostet es aktuell. Jetzt können wir mal gucken, was wir da drauf basteln können. Wir schauen mal eben ganz kurz bei den anderen rein. Feldbinder ist klar, das sind diese Silo-Züge. Krone. Auch für Container tatsächlich, okay. Also eigentlich baut Krone so ziemlich alles. Dann haben wir die Schwarzmüller, das waren ja die ersten, die drin waren. Hier im Bereich Tieflader natürlich, Rungen, Auflieger. Dann hatten wir Wiltern als nächstes. Als auch ähnlich wie Krone, aber eben auch hier zum Beispiel auch für die Landwirtschaft verwendbar meinetwegen. Für den Bau. So, Tirsan, türkische Firma. Was haben wir denn da? Wir bekommen Containertransporter. Einzeln und auch den langen. Dann haben wir hier auch Pritschenauflieger. Allgemein für Trockengüter und natürlich hier auch für den Bau. Kipper 830 und so weiter und so fort. Ich hätte irgendwie Bock, dass wir uns mal so einkaufen. Mal schauen, inwiefern wir den noch beeinflussen können. Der scheint recht lang zu sein. Kann das sein? Kommt mir jedenfalls so vor. Auf jeden Fall für zwei Container dann wohl. Also großartig was ändern lässt sich an dem nicht benutzerdefinierte Farbe können wir machen. Ansonsten lassen wir ihn blau, wie er ist. Was haben wir hier? Genau, da war ich. Ach so, genau, richtig. Hier könnten wir einen Feuerlöscher mit dran bauen. Das machen wir jetzt einfach mal. Hier haben wir jetzt verschiedene Sachen. Können wir jetzt dran bauen, was wir wollen. Wir können das natürlich hier auch. Ach so, lackiert, genau. Das können wir machen. Das können wir machen. Also da geht so einiges. Das hier so ein bisschen stylisch, ne? Ein bisschen schick gemacht. Aber einiges an Seitenverkleidung, was man hier nehmen kann. Meine Güte. Okay, wow. Also das nenne ich mal eine Auswahl, ne? Nur das mal nehmen an der Seite. Genau, richtig. So, Reifen, das lassen wir jetzt einfach mal, wie es ist. Da basteln wir nichts dran rum. Das sind auch im Übrigen die handelsüblichen Felgen. Nichts Besonderes, genau. Hier können wir auch eine lackierte Box mal dran machen. Hier hinten, das ist also Standard. Dann haben wir hier die Runden. Wenn ihr mal die war, die sehen so ein bisschen altbacken aus, finde ich. Genau. Dann brauchen wir für Deutschland auf jeden Fall den. Hier nehmen wir nochmal eine lackierte Box. Die Reifen lassen wir wieder, wie sie sind. Und hier, was haben wir denn auf der Gegenseite? Da waren wir relativ weit unten, ne? War das Ding, oder? Mal eben gucken. Ah, wir haben hier eine lackierte Box. Okay. Genau, so. Bestätigen. Dann würde ich den jetzt tatsächlich einmal so kaufen. Und als Standort würde ich wählen, wo wir jetzt gerade sind. Okay. Ja, soll er. Und jetzt würden wir gehen auf den, wo ist er denn, Auflieger-Manager. Und wo haben wir den denn? Was ist das überhaupt für ein? Achso, Feldbinder, okay. Der Tirsan, wo ist er? Dieser hier, da. Da steht er. Jetzt nutzen. Perfekt. Da wir da gerade sind, sollte er jetzt vor der Garage stehen. Ich weiß gar nicht, wo wir gerade sind. Haha. Ich habe ein bisschen Strecke freigefahren. Und wir gucken gleich mal, ob wir vielleicht eine Fracht bekommen. Für den, wo wir dann
neue Wege abfahren können. Dauert jetzt einen kleinen Moment tatsächlich, bis er das geladen hat. Warum eigentlich? Update natürlich wie erwartet auf dem Samstag nicht, obwohl wir das auch schon anders hatten tatsächlich. Oh, okay. So. Okay, ist also schon angemarkert. Können wir jetzt von der Garage weg? Der war ziemlich zermust, was ich hier gemacht habe, ganz ehrlich. Dann holen wir uns den mal ab. Schauen auch mal, ob wir eventuell eine Fracht bekommen. Und ja. So sieht das aus. Einmal ein ganz kurzes Dankeschön an euch da draußen. Die Abozahlen werden immer höher. Freue ich mich drüber, bei jedem Einzelnen. Zeigt mir, dass ich doch irgendwas richtig mache. Auch wenn da schon mal Kommentare kommen, wo es dann heißt, Mann, kein kleiner Tipp von mir. Keine Ahnung. Intro ist zu schwarz und ich würde das ganz weglassen. Wo ich dann auch gesagt habe, naja, jeder wie er mag. Die einen wollen ein Intro, die anderen wollen es nicht. Ich persönlich finde es eigentlich gut, wenn vor einem Video ein Intro drin ist und man nicht direkt sofort einsteigt. Zumal du hast mittlerweile ballert YouTube Werbeblöcke davor. Werbeblocker werden, ne, da kriegst du dann immer schön dieses Fenster, wo dann steht, du musst, was will ich hier eigentlich? Du musst den Werbeblocker deaktivieren, sonst kannst du ja nicht mehr gucken und so weiter und so fort. Und von daher finde ich das Intro als Trennung zwischen Werbeblock und dem Rest schon ganz schön. Ich habe es wirklich oft genug erlebt, dass du dann ein Video schaust, beziehungsweise dann kommt ein Werbeblock und dann setzt einfach so das Video ein und du kriegst diesen Abstand eigentlich überhaupt nicht mit. Ich finde es in Ordnung so und ich mag auch die Farben so. Und ja, wem es nicht gefällt, der guckt es eben nicht. Außerdem kann man es, ist zwar nicht entsprechend markiert, aber man kann es quasi überspringen, die 20 Sekunden. Ich finde es nicht verkehrt und auch, dass bei jedem Video das gleiche Thumbnail in dem Sinne ist. Ich sag mal so, man macht so viel Kram und das interessante, ja, was ich sage jetzt mal, vermeintlich interessante Thumbnails da irgendeinen Vorteil haben, das halte ich also für ein Gerücht. So, wie weit komme ich hier denn eigentlich? Nicht ganz weit, hä? Das gilt das als Abkürzung? Nee, das ist das Niemandsland, aber alter Schwede. Ich komme hier weder in die eine noch in die andere Richtung, oder? Also hier werde ich nicht rumkommen. Das kannst du schon mal knicken. Mal hier gerade ziehen. Aber ich finde das schön, upsa, dass dieses Blau, habe ich Mist gemacht, dass dieses Blau von dem Auflieger tatsächlich hier auch irgendwo vorhanden ist im, ne? Genau. So, ja, dann habe ich, das ist jetzt für den ETS weniger interessant, vielmehr
für den LS. Entschuldigung, ich habe gerade irgendwie mehr oder weniger ein bisschen gepennt, ein paar Stunden. Ich bin noch irgendwie hundemüde, keine Ahnung. Es ist mal wieder so weit. Mehr für den LS und den Bausimulator. Trustmaster hat aus Frankreich kommend den Joystick verschickt. Soll mit UPS am Donnerstag dann hier ankommen. Mal gucken, wie das geht. Ob das wirklich UPS selber, ja, wahrscheinlich werden die das rüberfliegen nach Berlin. So wie ich UPS kenne, kommt es aber tatsächlich früher. Wir gucken uns einmal das Auftragsangebot an und wir schauen uns den Frachtmarkt an. Da müsste es jetzt, wir sind jetzt hier unten in Tirana und dann gucken wir mal, was wir bekommen. Hier sollten jetzt alle Frachten sein, die wir. Oh, guck mal hier, das passt doch gut. Nach 4, da unten wollte ich eh runter. Ja, das machen wir. Als Navi-Ziel einstellen, den holen wir uns. Und dann gucken wir mal. So, jetzt haben wir den Türken also auch hier im Spiel. Schatzi, meine Fresse. Ich habe übrigens ein interessantes Video gesehen letztens. Das schlägt natürlich dem Fass so ein bisschen den Boden aus. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, warum nicht. Ich erkläre euch sofort, worum es geht. Und zwar geht es dort um Gebrauchtwagen. Ihr kauft zum Beispiel, ach, was weiß denn ich, irgendein Porsche oder ein BMW, so ein bisschen so eine Luxuskarosse und kriegt die, ich sag jetzt mal, für 45.000 hinterhergeschmissen, wo die Karre selber weit mehr kostet. So. Sieht auch top gepflegt aus vom Lack her, alles super, alles neu und hast du nicht gesehen. So, jetzt kommt aber dann zu Tage, wo sich viele nicht für interessieren, manche Händler das auch gar nicht rausgeben, dass diese Fahrzeuge sehr oft aus den USA kommen. Eigentlich ein Totalschaden. Ups. Eigentlich ein Totalschaden sind. Ja, absolut wegen eines Unfalles, die dann irgendwo als Schrott aus den USA exportiert werden. Dann werden sie meinetwegen in Polen wiederhergestellt. Das haben die Polen drauf, dass die Karren wieder so aussehen wie geleckt. Und dann werden die entsprechend teuer verkauft. Das Interessante ist, jetzt sagt man, das ist aber, weißt du, da gibt es dann wieder diese Sachverständigen, die dann sagen, das ist aber gefährlich, wenn wir das machen. Nicht? So ein Totalschaden ist ja nicht umsonst ein Totalschaden und das geht nicht und das können wir nicht machen. Auf der anderen Seite, wenn der TÜV, DEKRA, wer auch immer, man sagt ja allgemeinhin immer TÜV, wenn der TÜV nicht gerade lecker mit Geld geschmiert ist, wäre die Frage, wie kriegt er dann seinen TÜV, wenn das technisch nicht okay wäre? Das kann ich dann an der Stelle tatsächlich nicht so ganz nachvollziehen. Ey! Ich habe nicht geblinkt. Ich hab den Blinkerknopf nicht mal angeguckt. Im sechsten bleiben wir mal. Ja, ich habe hier die Autobahn ein bisschen frei gefahren. Den Videopunkt hatten wir uns angeguckt. Ich werde mal an dem vorbeiziehen hier. Der ist mir ein bisschen arg langsam. So, der Kreisel ist frei, wunderbar. Ja, wie gesagt, mit dem Joystick werde ich hier beim ETS nicht viel machen können. Und ich verstehe aber ganz ehrlich manche Kommentare nicht. Oh, spiel das mit Controller und so weiter. Warum? Es ist ein Simulator und dann möchte ich das gerne mit Lenkrad spielen. Das Einzige, was nicht mehr so ganz realistisch ist, ist, glaube ich, wirklich diese Gangschaltung.
Denn die meisten LKW werden heute, glaube ich, Automatikfahrzeug sein. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Aber irgendwie habe ich da so die Idee dabei. So. Erst einmal, dass ich so ein bisschen vernünftig fahre, war. Aber macht Spaß, durch solche Städte zu fahren. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Da vorne eine Ampel, ne, ein Kreisel. Ich weiß gar nicht, bevor ich heute meinen Mittagsschlaf gemacht hatte, hatte ich keine Probleme mit meinen Augen. Jetzt habe ich sie. Vielleicht sollte ich einfach mal einen Schluck trinken. Mache ich gleich, bevor wir losfahren. Wenn wir beim Kunden sind. Das ist schon ganz schön eng, ja. Da, und keine Mittellinie, nix, ne? Ja, dann gibt es in der nächsten und übernächsten Woche viel Neues, wahrscheinlich auch Updates hier beim ETS. Eventuell sind wir dann auch mit der, ich denke mal, mit der 149, das wird so lange auch nicht dauern, hier rein. So, Eingabe. Das war der Frachtmarkt. Und wir wollten das Zeug hier fahren. Ne? Kraftstofftank. Kanister sind das eigentlich nach 4. Auftrag annehmen. So. Mal nach draußen blenden. Ja, da kommen wir aber rein. Ich dachte, da wäre noch irgendwie ein Pfosten oder sowas im Weg. So, wo ist denn unser Auftrag? Sieht ja auch interessant aus hier, ne? Eher cooler. Das sind übrigens jetzt Frachten, da wir keine Mod drauf haben, die mit der 149 aktuell funktioniert. Sind das tatsächlich Frachten, die im Original so sind, ne? Ich mag diesen Auflieger, ganz ehrlich. Der macht jetzt nicht unbedingt den schlechtesten Eindruck. Frage mich. Es wäre natürlich nice, sorry für das Wort, aber das habe ich schon länger im Petto. Es wäre natürlich schön, wenn die Hersteller alle nachziehen würden. Das heißt Schwarzmüller mit seinem Werk, hier Tirsan mit seinem Werk und so weiter. Wir schauen mal eben ganz kurz, wie das überhaupt aussieht in der, weil in der Türkei haben wir ja grundsätzlich alles schon weggehabt, aber da ist nichts Neues, also da ist kein Werk dazu gekommen. Wir sehen nur, dass wir immer noch fast ein bisschen über 5% haben, was wir hier in dem auf dem Westbalkan DLC noch freifahren müssen. So, dann wollen wir mal eben schauen, wie unsere Streckenführung ist. Ich würde sagen, weil wir hier schon waren, würde ich gerne hier rausfahren. Mag jetzt etwas länger sein, dann werde ich dieses Ding dann noch eben mit abarbeiten. Das ist kein Thema. Aber wir werden da lang fahren, damit wir dann hier wirklich neue Strecke dann auch komplett haben. So, wir sind schon wieder bei 19 Minuten. Das ist ja unglaublich. 130 Kilometer, okay. Okay, pass auf, Leute. Damit wir ein bisschen was zu gucken haben. Es ist die Sonntagsfolge. Sonntags habt ihr alle Zeit.
Ja gut, außer die, die natürlich sonntags arbeiten müssen. Die Jobs gibt es ja leider. Ja, ich sag mal, wenn ich Arzt bin oder Polizist, Feuerwehr oder so, dann ist es mir klar, Gastronomie und so weiter. Oh, ich glaube, ich bin hier entgegen der Fahrtrichtung gefahren. Ist es irgendwo logisch, dass man dann sonntags arbeitet? Was ich unheimlich mies finde oder auch fand, gerade auch bei meinem letzten Job, wenn du meinetwegen, du fängst jetzt in irgendeinem Callcenter an und sagen, ja, sonntags arbeiten wir nicht, da haben wir alle frei. Ganz wunderbar. Und dann kommt irgendwo nach 3 Wochen, ja, wir machen jetzt auch Sonntagsarbeit oder so. Oder Spätschichten und so weiter und so fort. Wow, wie haben wir das gemacht, wa? Ja, erst wird dann gesagt, nö, machen wir nicht. Und dann mit mal, ja, doch, machen wir jetzt doch. Sorry. Gut, aber ich habe entsprechend Attest vom Arzt, Bescheinigung von der Rentenversicherung, dass ich diese scheiß Callcenter-Arbeit nicht mehr machen muss. Mal gucken, was da noch übrig bleibt. Nee, was ich gerne machen würde, wäre wirklich. Und das hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, weil mir ja auch YouTube entsprechend Spaß macht. Wäre wirklich so eine Geschichte, dass ich hier eventuell bei Zimdata eine Umschulung oder Weiterbildung mache in Richtung Videoschnitt und so weiter und so fort. Dann natürlich irgendwann liegt ein Praktikum an in diese Richtung. Und ja, und dann vielleicht irgendwo mal für irgendwen YouTube-Videos schneide. Wer weiß das, ne? So, da kommt nix. Was schön wäre, wenn bei diesen Lenkrädern noch so eine Art Blinkerhebel dran wäre. Ich weiß auch gar nicht, ob es das einzeln zu kaufen gibt. Ich muss mal gucken. Weil diese Knöpfe. Ach ja, diese Knöpfe, das ist zwar eine interessante Sache, aber die drehen sich ja mit dem Lenkrad mit und irgendwann weißt du nicht mehr, wo ist der linke Blinker, wo ist der rechte Blinker. Da musst du erstmal gucken. Das ist immer eine blöde Geschichte auf jeden Fall. 40 darfst du hier noch fahren. Die haben doch einen Hasch mich. Es ist so detailliert schön inzwischen gemacht. Das ist schon. Ich lieb's. Ich weiß gar nicht, wer uns vorhin geblitzt hat. War der das? Richtig so kleine, knuffige Häuschen hier im Kreisel. Da ist ein Videopunkt, den haben wir uns schon angeguckt. Sollte vielleicht mal gucken. Wollte gerade sagen, es war mir fast klar, dass du vorher ziehst. Hier raus, ja, ne? Hier müssen wir hoch. Ich finde, hier mit Schaltung ist es nochmal so, dass man, wie soll ich sagen, die Kraft des Fahrzeuges nochmal mehr spürt, dass man wirklich gucken muss, auch in welchem Gang fahre ich an und. Es ist wirklich so, ich habe mir ja diesen Shifter später gekauft. Den wollte ich eigentlich von Beginn an haben, weil er war relativ teuer. Und den habe ich mir ganz bewusst gekauft, tatsächlich. Ach so. Scheiße, ich bin ja schon im 12.
Weiterschalten kann ich ja gar nicht. So. Auf dem Bildschirm gucken und nicht woanders hin. Noch 106 Kilometer. Ja, es ist eine Sonntagsfolge. So. Und wir haben ja schon öfter längere Folgen gehabt, von daher gar kein Problem. Genau, da vorne ist die Ecke, wo ich ein bisschen ganz kurz mogeln muss. Muss ich mir mal eben genauer anschauen. Hier, wie ist denn das? Da geht's geradeaus. Danke fürs Ausbremsen. Alles auf der Seite, wo wir sowieso fahren, richtig? Perfekt. Mist. Lass mich mal einmal raus, bitte. Komm ich da dran vorbei oder habe ich dann einen Unfall produziert? Ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall, liebe Kinder, das, was ich jetzt hier mache, auf gar keinen Fall im realen Leben machen. Dann gibt es mächtig Ärger. Komm aber auch vor dem jetzt nicht vorher. Fahr mal einen Meter zurück. Dankeschön. Meine Güte, bis du mal was merkst, ey. Noch einen Meter. Ja, komm. Dann fahr ich. Nee. Jetzt fährt der wieder vor. Jetzt ist es mir wurscht, wisst ihr das? Mach dich da weg. Junge! Gehst mir auf den Piss mit deinem Bus, ganz ehrlich. Sind aber echt hartnäckig, immer ganz ehrlich. Mann, wenn man sich mal einmal verfährt, glaub doch nicht, dass die mal einen Meter zurücksetzen, du. Mann, ich weiß, man darf's auf der Autobahn nicht, aber trotzdem, wir sind hier in einem Simulator. Herrgott nochmal. Du ein egoistisches Arschloch. Habe ich nicht gesagt. Und ihr habt das alle nicht gesehen. Nein, aber im realen Leben macht man das natürlich nicht. Völlig klar. Aber ganz ehrlich, wir sind hier nicht im realen Leben. Wir haben einen Simulator. Und wenn ich korrekt nach Regeln fahren will, ja, dann setze ich mich ins Auto und fahre durch die Stadt.
Fahren wir einmal rückwärts auf die Gegenfahrbahn. Will eben das kurze rote Ding da wegnehmen. Darum geht es. Also jetzt sind wir im Modus Kartenaufdeckung. Da sind uns, oder sind mir Regeln sowieso völlig Banane. Kann das sein, dass die neue Symbole haben, was hier die Symbole für LKW und so angeht? Warte mal, wir können auch Folgendes gleich machen. Fahren wir hier rein. Und hier rein. Und jetzt hier rein. Jetzt etwas, was ich eigentlich nicht darf, nämlich hier rein. Guck mal, wir verursachen einen Stau. Einmal kurz über die Wiese geräubert. So, jetzt haben wir das Stück nämlich weg. Ja, ja, hup mal. Die Hupen hören sich auch schon viel echter an, wa? Übrigens, es gibt ja hier diesen Modus Aufsatteln für Fortgeschrittene. Ich glaube, da musst du hundertprozentig dann drunter stehen. Das Ding war, ich hab's eigentlich vor kurzem mal ausprobiert. Du kommst dann unter einige Mod-Trailer nicht mehr drunter. So, 19:17 Uhr und ich würde gerne mal tatsächlich diese ganze Mondgeschichte und so mal sehen wollen. Hier sind aber Buckel in den Straßen, meine Güte. Die wollen nicht, dass du zu schnell fährst. Dann haben wir hier einen Kreisel, wo man natürlich wieder anhalten muss. Sollte man ab und zu mal machen. So, und hier raus, wa? Nee. Oh, da ist so ein Ding hier. Was wahrscheinlich. Ich habe keinen Unfall verursacht, laber keinen Dünnschiss. Was dann später wahrscheinlich zum Tragen kommt. Wir gucken mal gleich, wie sich die Autobahn da vor oben entwickelt. Von der Auflösung her, ob die doppelspurig gleich aufgelöst wird oder wie das aussieht. Ansonsten fahre ich kurz auf der anderen Seite den anderen Bogen. Gut aus. Genau, das heißt, ich sattel noch mal kurz ab. Der ist mir reingefahren. So. Ja, ich nutze das immer gleich zum Freischalten, weißt du? Das ist halt entsprechend so. Kommen wir jetzt in den Kreisel. Und sollten, wenn die Straße jetzt nicht dicht geparkt ist, gleich wieder zu unserem Auflieger kommen. Aber sie ist dicht geparkt. Also, Trick 17. Ja, wir haben einen schönen kleinen Stau verursacht. Aber egal. So. Oh, wow. Ah ja, nee. Ich wollte gerade sagen, den habe ich jetzt aber perfekt runtergesetzt. Nein, habe ich natürlich nicht. Es ist so, wenn ihr einen Auftrag habt und ihr nutzt die Flycam, dort, wo ihr landet, ist euer Auflieger automatisch wieder dran. So, aber mehr von diesen Spirenskes mache ich heute nicht.
Ich würde dann gleich eher, wenn wir diesen Auflieger abgeladen haben, dass ich hier dieses Autobahnkreuz nochmal in Gegenrichtung abfahre und die übrig gebliebenen Strecken dann freischalte. Das sind 80 Kilometer, das ist nicht die Welt. Das ist 5 Minuten Arbeit. Und dann sind wir dort, wo wir hinwollen. Ich mache auch hier einmal ganz kurz die Runde. Mal Gemüsestand. Ist nämlich auch wieder einer von den Kreiseln, die aus einem, ja, aus einem Kreis bestehen und aus vier angesetzten Ecken. Das dauert wieder ewig und 3 Tage, den aufzudecken. So. Aber wie gesagt, das mache ich dann im Nachgang. Wir sehen jetzt erstmal zu, dass wir ans Ziel kommen. Wir haben nämlich schon wieder 36 Minuten weg. Aber egal, Sonntagsfolge. So. Und es wird dunkel. Vielleicht haben wir gleich mal ein bisschen was vom Mond. Ich glaube, an den Wolken haben die auch was gemacht. Das sieht auch alles anders aus, ne? Also eins weiß ich ganz sicher. Ein Grafikmod werde ich nicht mehr einsetzen. Das Allerhöchste wäre ein Spielefilter, die man ja von Nvidia draufklatschen kann, ein Shader, aber ansonsten, nee. Ja, ich glaube, Blitze gibt es, dann gibt es den Mond und ich meine irgendwie insgesamt, genau, die Wolken, das haben sie auch gemacht, weil eine Wolke am Himmel, wenn die Sonne drüber steht, wirft ja einen Schatten. Und die hat es nämlich bislang auch nicht gegeben. Das wäre aber eine Geschichte, die man am Tag sieht, aber man sieht da oben meiner Meinung nach deutlich eine Veränderung, was den Himmel insgesamt betrifft. Das sieht ja sowas von echt aus. Eigentlich coole Rückleuchten, ne? Tiersahn, ja, warum nicht? Warum muss man immer Krone oder Schwarzmüller kaufen? Man kann ja auch mal mit dem türkischen LKW durch die Gegend fahren. So, hier müssen wir hier raus, wa? Aber wir haben, warte mal, wir haben einen Container hinten und drauf oder zwei. Da sind aber definitiv keine Kanister drin. Ich bin gespannt, wann die ersten Modifikationen für die 1.49 kommen. Ich denke aber mal, da es grafisch hier so entsprechende viele Änderungen gibt, wird das eine Weile auf sich warten lassen. Ist. Frei, hier bügeln wir einfach mal drüber. Glaube, der Ort 4 ist nicht so sonderlich groß. Ich habe übrigens auch entdeckt beim Freilegen nochmal. Wollte ich euch eigentlich gezeigt haben. Ich habe es verpennt. Da, wo wir gerade herkommen, eine Ziegelei. Also schon sehr, 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 sehr schön gemacht, das Ganze. So, jetzt sind wir gleich da.
Ich bedanke mich schon mal bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich über neue Abos. Ich freue mich über nette Kommentare. Bleibt lieb. YouTube filtert wirklich jede Menge raus. Es ist unglaublich, was die KI da so auf dem Kasten hat. Genau, wer mag, kann den Kanal unterstützen. Vielleicht mache ich auch mal eine Kanalmitgliedschaft und würde dort Videos reinsetzen, die man gucken kann, quasi ab dem Zeitpunkt, wo sie veröffentlicht sind. Beziehungsweise, nein, ab dem Zeitpunkt, wo sie hochgeladen sind. Und genau, wer das dann haben will, kann das machen. In diesem Sinne, ich bedanke mich, freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Und bis dahin erstmal, ciao, ciao, macht's gut, bis dahin, tschüss.